wunderschönen guten Abend in die Republik. Hallo, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr zur neuen Folge Alex und Ragnar. Hallo Ragnar, mein Lieber. Hey, hallo Deutschland, hallo Alex, hallo Schweiz, Österreich und welche anderen Länder hören uns gerade zu? Lasst uns wissen, wo ihr seid. Genau, wo seid ihr, wo guckt ihr uns zu? Wir wollen es einblenden, wir freuen uns wieder sehr. Ich schaue mal hier drauf, wir haben ja viele Kanäle, auf die wir streamen. Wir haben quasi im Live-Gehen sofort 30 Leute drauf gehabt, das freut mich sehr. Es kommen immer noch ein paar da hinterher. Hier kommen auch schon die ersten Meldungen rein. Christian, was fragst du? Ich hätte mal ein paar Fragen dazu, zum Beispiel, wie können die Mitarbeiter... Achso, Christian, Thorsten, schön, dass du bist ja auch Stammzuschauer. Hier nochmal aufwärmen, schön, dass Christian du dabei bist. Genau, schönen Abend von Christian. Reparaturarbeiten machen, mir ist gerade eben mein Licht zusammengebrochen. Ich muss ein bisschen was reparieren. Also ich bin jetzt kein Jedi-Ritter, sondern einfach nur jemand, der sein Licht... Jawohl, es ist sehr schön. Ihr kommt nicht, ich komme die ganze Zeit nachher nicht. Oh, hier, was ganz Besonderes haben wir dabei. Christopher, aus Irland guckst du uns zu. Na, das finde ich ja spannend. Bist du da zu Besuch oder lebst du da? Tomislav ist dabei, da freuen wir uns auch sehr drüber. Natürlich auch schon ein Stammgast. Sven ist heute mal mit dabei, freut mich auch sehr. Hallo Sven. Und Christian, Oliver, sehr schön. Ralf ist auch wieder mit dabei. Und Marius ist auch mit dabei. Schön, ja, also, was haben wir denn letzte Woche gemacht, Ragnar? Wir haben ein ganz tolles Gespräch mit Nicole geführt, ne? Die hat uns ein bisschen berichtet. Genau, ihr neues Buch rund um Microsoft Teams, eine verständliche Einführung. Und ja, das ist was mir wirklich meine Ehre, sie da zu haben. Als Autorin von vielen SharePoint- und Collaboration-Büchern hat sie ihr neues Werk uns präsentiert. Das war richtig cool. Und danach hast du uns noch die Top 10 Use Cases für NDI mitgegeben. Das fand ich ja sehr cool. So eine persönliche Auswahl. Mal angucken. Ja. Ja, das war richtig gut. Und genau, heute haben wir auch ein bisschen was dabei. Wir haben heute den Andreas Schlüter dabei, ein bisschen Premiere, denn Andreas ist der erste Gast, der jetzt tatsächlich das zweite Mal dabei ist, aber diesmal auch in einer anderen Funktion. Er war ja schon mal bei uns für Teams macht Schule, für die Initiative, und heute berichtet er so ein bisschen aus seiner Arbeit und hat speziellen Vortrag für Microsoft Schichten. Ich bin sehr gespannt, denn Schichten ist, finde ich, eine sehr spezielle Geschichte, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, und da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich habe dann gesagt, dann lass uns doch einfach mal so die Apps in Teams machen, und ich rede ein bisschen über Bookings heute. Bookings, so die richtig coole Produktivitäts-App, die man aber einfach mal vielleicht mal ein bisschen reingeführt werden muss, und das wollen wir heute machen. Gucken wir, wie wir zeitlich heute gut hinkommen, und natürlich haben wir auch immer wieder unser Gewinnspiel mit dabei. Ja, und da würde ich sagen, Ragnar, fangen wir jetzt mit an, oder? Okay, machen wir das. Du hast einen Schatten hinten auf deiner Wand. Dein Laserschwert. Das Laserschwert, genau. Also, Gewinnspiel haben wir heute wieder mit dabei. Heute haben wir von Poly, herzlichen Dank an die Firma Poly, ein Poly Busylight für Teams. Ich muss gestehen, ich hab hier noch eins liegen. Ich muss unbedingt mal ausprobieren. Ich finde es ziemlich cool, denn das Busylight könnt ihr nicht nur mit Teams koppeln, sondern ihr könnt es halt auch mit eurem Headset zum Beispiel koppeln. Wenn ihr also darüber mit dem Headset telefoniert, erkennt das Busylight und kann das entsprechend auch anzeigen. Oder es ist auch kompatibel mit verschiedenen Applikationen, also Telefonie-Applikationen, die ihr auf dem Rechner vielleicht installiert habt, sodass das angezeigt wird, wenn ihr telefoniert. Ich finde es total praktisch, Ragnar, wir haben bei uns in der Company diese Busylights überall im Einsatz gerade, dass du eben auf Entfernung schon sehen kannst, wenn einer irgendwie spricht. Ne? Gerade mit den Headsets ist das sonst immer schwer zu erkennen, wenn du da kein Busylight drin hast. Also ich finde die sehr cool. Und was mir persönlich ganz gut gefällt, ich habe das jetzt bei mir im Homeoffice stecken, das Busylight, und habe das so aus meiner Tür raushängen. Das heißt, die Familie kann halt sofort sehen, wenn ich halt ein Meeting habe oder nicht. Hat aber den großen Nachteil, dass mir jetzt keiner mehr Kaffee bringt, weil alle sehen nur, ich bin hier auf Rot und so weiter. Von daher, muss ich mir den Kaffee wieder selber holen, aber ja. Bewegung tut gut. Ja, ja, ich habe immer noch so ein bisschen meinen Corona-Bauch, den ich vor mir her schiebe. Sei es drum. Feel your pain, Bro. Ja. Ich glaube, den haben viele, den Pain. Also, wir haben oben den QR-Code wieder drin. T1PD. Ach so, Mensch, das wollte ich ja noch in den Chat gleich reingeben. Ja, das mache ich gleich. Ich gebe das gleich nochmal in den Chat rein, den Link, damit ihr mitmachen könnt. Und jetzt ist schon 21:06 Uhr. Wir wollen durchstarten mit unserem Gast Andreas. Hallo, mein Lieber. Ja, moin. Hey, Andreas, hallo. Eine Freude, dich wiederzusehen. Das erinnert mich immer an die guten alten Zeiten in unserer Initiative. Jeden Abend haben wir uns getroffen und immer viel gelacht. Gestern haben wir das auch nochmal wieder nachgeholt. Schön, dass du heute jetzt in der Show mit dabei bist und du willst uns ein bisschen berichten über Schichten. Vielleicht magst du dich trotzdem aber nochmal ganz kurz vorstellen, denn vielleicht nicht jeder kennt dich ja schon. Sehr gerne. Ganz kurzer Punkt. Es kommt die Frage rein von Thorsten. Der QR-Code von der Sendung sei von letzter Woche. Könntest du das mal ganz kurz verifizieren, Alex, dass wir nicht zum falschen Gewinnspiel lotsen? Das wäre schlecht. Das wäre dann... Mal ganz schnell, bevor Andreas jetzt anfängt. G3 4, 8. Also ich habe jetzt mal den... Nee, ich habe, also wenn ich den T1PDE-Code eingebe, dann ist es definitiv richtig. Also das G348 muss auf jeden Fall passen. Den gebe ich nochmal eben kurz in den Kommentar rein und dann könnt ihr den aufrufen. G348 habe ich. Sonst der Vorschlag von Oliver, dann einfach den Gewinn vom letzten Mal. Oh nein, ich Esel, jetzt habe ich den falschen, jetzt habe ich den linken Komma gemacht. Ich glaube, wir fangen nochmal von vorne an, würde ich sagen, oder? Nein. So, also, wir begrüßen unseren ersten Gast. Hey Andreas, schön, dass du mit dabei bist. Moin. Ja, ich freue mich. Moin. Herzlichen Dank, dass ich... Andreas, stell dich doch mal kurz vor. Ja, sehr gerne. Ich würde das quasi direkt auf die Präsi verschieben, weil... da habe ich eh noch einen Slide über mich, dann so. Können wir das verbinden. Ja, ist am einfachsten. Okay, heute ein bisschen was zu Microsoft Shifts oder Schichten. Augenblick, zack. So. Genau, Microsoft Shifts im Englischen, Schichten eingedeutscht, Schichtplanung und mehr. Mit Microsoft Schichten können wir sehr, sehr viele Use Cases mittlerweile out of the box in Schichten abwickeln. Und hier die versprochene Folie, wer bin ich? Alle, die mich noch nicht kennen, einmal oben rechts mein QR-Code für mein LinkedIn-Profil. Ich bin seit vielen Jahren als Microsoft 365 Consultant, Trainer oder Enabler unterwegs in Deutschland, habe einige Kunden schon begleitet, größere, kleinere, ganz große, ganz kleine. Mache viel zum Thema Onboarding, Rollout und sehe mich häufig als Sparring-Partner zwischen der IT und dem Endanwender, um so die Brücke zu schlagen zwischen, was ist technisch eigentlich möglich und wie versteht der Anwender das oder was hat der Anwender für Anforderungen und wie können wir das in die Technik umsetzen, sodass wir aus den Use Cases halt auch sehr schnell dann entsprechend einen Weg finden, das in die Microsoft 365 Welt zu bringen, wenn es denn Sinn macht. Manchmal stellt man ja auch fest, dass es nicht geht. Genau, das zu mir. Also wer mehr über mich wissen möchte, gerne über LinkedIn vernetzen oder folgen. Ansonsten denke ich, aufgrund der Zeit gehen wir mal direkt ins Thema. Jetzt hat der Alex mir schon wieder 3 Minuten geklaut, von daher machen wir noch schnell weiter. Was ist Microsoft Schichten? Schichten, der Satz kommt von Microsoft. Schichten in Microsoft Teams ist ein Zeitplanverwaltungstool, mit dem Sie Zeitpläne für Ihr Team erstellen, aktualisieren und verwalten können. Klingt erstmal gut, viel Marketing. Schauen wir uns mal genau an, was das bedeutet. Zum einen können wir mit Microsoft Schichten, klassische Schichten wie Früh-, Spät-, Abend-, Nachtschicht und so weiter damit sehr einfach abbilden. Wir können aufgabenbezogene oder themenbezogene Schichten, Schichtpläne sozusagen abbilden. Was kann das sein? Gehen wir gleich mal ein Beispiel drauf ein. Oder im Grunde genommen, man kann auch sagen, alles, was irgendwie mit unterschiedlichen Personen oder Ressourcen geplant und verwaltet werden muss. Dafür kann ich Microsoft Schichten wunderbar einsetzen. Es ist sehr einfach und schmalspurig, bedeutet aber auf der anderen Seite auch, es ist natürlich keine vollwertige Mitarbeiterverwaltungssoftware. Wie funktioniert das Ganze? Wir erstellen Schichten in einem Zeitplan in Microsoft Teams und diesem Zeitplan werden dann die Personen zugewiesen. Das müssen dann in der Regel dann auch die Mitglieder eines Teams sein. Der Zeitplan wird veröffentlicht, nachdem Schichten zugewiesen wurden. Der Mitarbeiter bekommt eine Benachrichtigung in Teams über eine bevorstehende Schicht und wenn es dann konfiguriert ist, kann ich auch einstellen, dass der Mitarbeiter sich zu seiner Schicht einstempeln und ausstempeln muss. Relativ simpel Und das ist es eigentlich auch. Aber wir müssen mal schauen, es gibt halt auch Use Cases jenseits des klassischen Schichtenmodells. Die Mitarbeiter oder insbesondere aufgrund der für die First-Line-Worker sozusagen entwickelt, die ja selten eigenen Arbeitsplatz haben oder einen PC-Arbeitsplatz, ein eigenes Endgerät, meistens vielleicht noch das eigene Smartphone, haben die Möglichkeit, über das Endgerät dann auch Schichten beispielsweise tauschen zu können, wenn sie jetzt einen Tag frei haben wollen oder eine Schicht besser getauscht haben wollen, können Sie das sehr einfach über die App machen. Ich habe somit mit Microsoft Schichten, ich sag mal so eine Fehlzeitenverwaltung, Personalverwaltung light. Das kann ich hier sehr gut mit Schichten in einfacher Weise abarbeiten. Wie funktioniert das Ganze? Zunächst einmal muss ich in Microsoft Teams in einem Team einen Zeitplan anlegen. Und das macht der Besitzer, das kann auch nur der Besitzer. Ich kann dann einen Zeitplan in verschiedene Gruppen unterteilen, so dass ich hier dann auch beispielsweise unterschiedliche Parameter habe. In dem Fall ist das auch ein reales Beispiel aus unserem Unternehmen hier. Wir haben zwei Teeküchen, eine links auf dem Gang, eine rechts auf dem Gang. Und für diese Teeküchen gibt es halt Kolleginnen und Kollegen, die halt diese Teeküche einmal in der Woche sozusagen pflegen, und das wechselt in der Woche ab. Momentan muss ich dazu gestehen, ich glaube, wir haben den Schichtplan seit März nicht einmal mehr aktualisiert, weil durch Corona ergab sich das jetzt nur sporadisch so, dass die Küche auch relativ einfach genutzt wird. Also, aber im Standardverfahren ist es halt so, wir haben zwei Teeküchen und jede Kollegin und Kollege muss eine Woche lang quasi die Pflege der Teeküche übernehmen. Und dafür kann man das wunderbar über die Gruppierung lösen, dass man halt einmal für die Teeküche links und einmal für die Teeküche rechts. Es werden dann die Personen zugewiesen zu den jeweiligen Gruppen, also die Kolleginnen und Kollegen. Und dann kann ich die Schichten sozusagen hinzufügen. Hier das der Dialog, wenn ich eine Schicht hinzufügen möchte. Das war jetzt clever. Nehmen wir mal wieder weg. Einmal für welche Gruppe ich das mache, welche Farbe soll diese Schicht haben, da kann ich auch verschiedene Schichten auswählen. Dann in der Regel von wann bis wann gilt diese Schicht. Habe ich eine unbezahlte Pause damit drin, das kann ich hiermit angeben. Ich kann hier dann eine Bezeichnung eingeben, was weiß ich, Küchendienst oder sowas. Und das ist ganz spannend hier, dieses Zeitfenster, das bietet sich immer dann an, wenn ich einen Zeitplan oder eine Schicht habe, wo ich mehr als eine Person zuweisen möchte. Beispielsweise, wenn wir jetzt drei Kollegen brauchen, weil wir so eine riesen Teeküche haben, dass diese dann von drei Kolleginnen und Kollegen gepflegt wird, dann kann ich dieses Fenster hier auch auf bis zu 6 Kollegen sozusagen erweitern, und dann kann ich die gleiche Schicht mehreren Kollegen zuweisen. Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit, hier natürlich noch ein paar Notizen hinzufügen. Das ist aber eher ja, zur internen Verwendung. Ich kann die Pausenzeiten, wie gesagt, direkt eingeben. Und was ich machen kann, ist, ich kann sogenannte Schichtaktivitäten vergeben. Das sind tägliche Aktivitäten oder noch andere Maßnahmen, die immer mit dieser Schicht sozusagen verbunden sind. Und die kann ich dann, das ist natürlich doof, wenn er das hier übernimmt. Hier kann ich sogenannte Aktivitäten hinzufügen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein vollkommen durchgetaktetes System hätte, könnte ich sagen, von wann bis wann welche Aktivität zu managen ist. Ich glaube, das brauchen wir nicht gerade. Aber am Beispiel der Teeküche könnte ich jetzt alle Aktivitäten eintragen, die so am Tag dann für diese Teeküche anfallen. Was weiß ich, Kaffeebohnen auffüllen, Geschirrspüler einräumen, Milch nachfüllen, und all diese Aktivitäten könnte ich hier in den Schichtplan in die Schicht mit aufnehmen, sodass die Kollegin oder der Kollege, dem diese Schicht zugewiesen ist, auch dann sozusagen jeden Tag eine Checkliste hat und diese Aufgaben dann abarbeiten kann. Genau, und dann sind diese Schichten sozusagen erstellt, sie sind dann auch Personen zugewiesen. Ich kann sie dann direkt entweder Personen zuweisen, oder ich kann einstellen, dass, wenn ich Schichten noch nicht zugewiesen habe, also wenn ich offene Schichten habe, dass die Mitarbeiter sich selber diese Schichten sozusagen ziehen können und dann entsprechend sich selber zuweisen können. Andreas, ganz kurze Frage, kann man das irgendwo einstellen, ob man quasi sich zuweisen möchte oder ob man nur zugewiesen werden kann? Dieses genau, das kann ich einstellen, dass Kolleginnen und Kollegen nicht in der Lage sein können, sich selbst Schichten zuzuweisen, sondern dass das ausschließlich über den Besitzer des Teams geregelt wird oder über die Besitzer. Mhm. Können wir gleich, wenn wir noch die Zeit haben, in die Demo mal reingehen und uns die verschiedenen Optionen anschauen. Ja, genau. Für Demos haben wir immer Zeit und bitte einfach ganz viele Fragen in den Chat schreiben an Andreas, bitte. Genau. Man sieht es schon, ich habe hier in dem Fall die Schichten mal erstellt und jetzt kann ich, da sie in den offenen Schichten ist, kann ich sie direkt einer Person zuweisen. Das kann ich per Drag and Drop machen, das kann ich ganz normal über die UI machen. Also der Klassiker, wie man es kennt aus anderen Systemen, einfach per Drag and Drop die Schicht in das Feld der jeweiligen Person ziehen und dann passt das. Ich kann per Steuerung C, Steuerung V Schichten kopieren, verlängern und das Schöne ist, so haben wir es auch immer genutzt, wenn wir beispielsweise für die Küche eine Monatsplanung gemacht haben, also jede Woche eine andere Kollegin oder Kollege dran war, dann kann man einen Schichtplan sehr einfach kopieren. Also schon habe ich die Kopie dieser Einteilung für den nächsten Monat schon gemacht. Also auch da brauche ich mir keine Sorgen machen, das kann ich sehr einfach erstellen. Hm. Wichtig ist, ich habe mal ganz kurz eine Frage an den Christian. Christian, deine Frau ist ja Zahnärztin. Was fehlt einer Zahnärztin bei Microsoft Schichten? Hat die alles, was sie braucht, oder fehlt dir da irgendwas? Das würde ich mal sehr gerne wissen aus Ärztin-Ehemann-Sicht. Danke. Andreas. Ja, da bin ich gespannt. Wichtig ist auf jeden Fall, und das ist eine Kernaussage, an die man immer denken muss, wenn ich mit Schichten arbeite und sobald ich irgendwas in Schichten mache, sieht man schon, ich habe hier so ein kleines Sternchen, ich muss jede Änderung immer auch mit meinem Team teilen, sonst wird diese Änderung nicht angenommen. Das heißt, ich kann so viel in meinem Schichtplan rumbasteln, wie ich möchte, wenn ich die Änderung nicht veröffentliche, also teile, dann passiert da gar nichts. Und das Schöne ist aber, ich kann einstellen, ob ich mein gesamtes Team benachrichtigen möchte oder eben nur die betroffenen Teammitglieder. Wenn ich beispielsweise 2 Kolleginnen und Kollegen jeweils eine Schicht zugewiesen habe, dann muss ich ja nicht mein gesamtes Team darüber informieren, sondern nur die betroffenen Teammitglieder. Das ist ganz wichtig. Das geht nur, wie gesagt, wenn ich auch die entsprechenden Optionen auch veröffentliche. Hier mal ein Überblick über die Einstellungen, die man in einem Zeitplan vornehmen kann. Einmal, na klar, die Zeitzone, dann, was ist mein Wochenanfang, fange ich sonntags an oder montags, das kennen wir auch aus anderen Microsoft Anwendungen. Dann Schichten werden kopiert, das bedeutet, wenn ich Schichtaktivitäten in einer Schicht angelegt habe, dann kann ich sagen, ich möchte, wenn ich diese Schicht beispielsweise für Copy und Paste mache, dass dann auch die Aktivitäten in der Schicht automatisch kopiert werden. Wenn ich vielleicht eine Schicht habe, die hat am Montag andere Aufgaben als am Freitag, vielleicht weil am Freitag ist nochmal das große Reinemachen oder die Entkalkung der Kaffeemaschine, dann macht es natürlich wenig Sinn, wenn ich diese Schicht in die ganze Woche kopiere, weil die Entkalkung soll ja nur einmal im Monat oder was auch immer passieren. Ich habe hier die Möglichkeit, hier ist der Schiebeschalter, offene Schichten. Ich kann hier halt einstellen, dass Mitarbeiter in der Lage sind, sich selbst offene Schichten zuweisen zu können oder ob das nur durch die Administration erfolgt. Weiter habe ich die Möglichkeit, sogenannte Anfragen bzw. Anträge zu einzustellen. Das ist hier habe ich mehrere Optionen. Ich kann, es sind immer standardmäßig welche dabei, wie Krankheit, Urlaub, einfach eine Auszeit oder unbezahlte Auszeit, vielleicht auch Elternzeit bei uns ja eher verbreitet. Ich habe aber auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Optionen hinzuzufügen oder auch Optionen, die ich nicht möchte, kann ich hier einfach rauslöschen. Und wir haben hier die Möglichkeit, die sogenannte Stechuhr einzustellen. Das ist relativ einfach. Setup starten ist ein Button, noch eine Frage beantworten und dann ist die Stechuhr sozusagen scharf geschaltet. Das Einzige, was man beachten muss, ich kann die Stechuhr nur über das Smartphone benutzen, nicht über die Web- oder Desktop-App. Aber da das ja im Rahmen der First-Line-Worker ist und die meisten First-Line-Worker ja mit einem Smartphone ausgestattet sind, ist das natürlich auch der Bezug, warum das überwiegend für die Smartphones gilt. Ist aber in der Planung, in der Pipeline, das auch auf die Web- und die Desktop-App App, also die Teams Client App auszuweiten. Genau. Das haben wir schon gesagt. Und hier haben wir mal so ein Beispiel für einen Tausch, einen Antrag des Tausch einer Schicht. Die Megan Bowen möchte ihre eigene Schicht tauschen am 10. September. Gut, das war schon. Und da hat sie quasi im Kalender gefunden, jemanden am 11., mit dem möchte sie gerne tauschen. Das ist der Jordan Miller. Und jetzt hat sie diesen Antrag sozusagen einfach erstellt. Hat also einmal ihre eigene Schicht ausgewählt, die sie tauschen möchte, mit einer Schicht an dem Datum, wann sie tauschen möchte. Es gibt zusätzlich noch die Möglichkeit des sogenannten Angebots. Da habe ich dann keinen Tausch, sondern ich stelle meine Schicht sozusagen zur Verfügung und vielleicht findet sich ja jemand, der meine Schicht sozusagen übernimmt. Dann kann ich noch eine Notiz an denjenigen richten, mit dem ich meine Schicht tauschen möchte. Können wir die Tage tauschen? Dann klicke ich auf Antrag senden. Und hier sieht man, musste ich einmal die Person wechseln, nämlich auf Patty. Ist also ein anderer Screenshot. Und die Patty kann jetzt sagen, ja, möchte ich diesen Tausch zustimmen oder nicht, also ablehnen oder annehmen. Dann kann ich noch eine Notiz hinzufügen und dann sieht man einfach, Patty hat mir gesagt, jo, das machen wir, das ist überhaupt kein Thema. Und dann ist das Ganze genehmigt. Grundsätzlich ist es so, dass es über die also relativ easy möglich ist in der App und das relativ einfach, also ein sehr einfacher Workflow ist. Dann schon kurz angesprochen, die Schichten-Apps in Teams in der Mobile-App. Ich habe als First-Line-Worker natürlich den Fokus in der Mobile-App. Dort habe ich einen Einblick auf alle meine Schichten aus einem jeweiligen Zeitplan. Ich habe direkt den Zugriff über die App sowohl in Android als auch in iOS und ich kann mich auch über die App, über die Mobile-App an Schichten erinnern lassen, bis zu 24 Stunden vorher. Und das ist eigentlich auch einer der wesentlichen Engpässe in den Schichten, deshalb ist es halt ein sehr rudimentäres oder noch sehr einfaches System, aber ich kann damit sehr viele Dinge schon ablösen. Ich kann beispielsweise pro Team nur einen einzigen Schichtplan anlegen, also einen Zeitplan so genannt. Ich kann nicht mehrere Schichtpläne anlegen. Wenn ich das noch auf mehrere Dinge ausweiten möchte, muss ich das über die Gruppen regeln. Also ich kann ein Mitglied mehreren Gruppen zuweisen, aber ich kann halt nur einen Schichtplan pro Team haben. Der Schichtplan kann immer nur von Besitzern erstellt und gepflegt werden. Das ist ganz wichtig. Das heißt, der sich um die Schichten kümmert, muss auch Besitzer des Teams sein. Ist jetzt nicht so ein Drama in meinen Augen, aber es sollte man zumindest wissen. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich habe keine Verknüpfung mit meinen Exchange Online Ressourcen bzw. Kalendern. Das heißt, ich habe keine vollwertige Ressourcenplanung out of the box. Also wenn ich zum Beispiel mehreren Zeitplänen zugeordnet bin oder mehreren Gruppen und ich bekomme Schichtzuweisungen in all den Plänen am gleichen Tag, dann gibt es keine Prüfung nach dem Motto, die Kollegin oder der Kollege ist schon verplant. Also das gibt es out of the box nicht. Das kann man natürlich machen. Mit Power Automate kann man ganz, ganz vielen coolen Stuff noch mitmachen. Zeige ich euch auch gleich noch. Ganz wichtig, das wird immer sehr häufig vergessen, die Änderungen müssen immer geteilt und veröffentlicht werden. Sollten jetzt Hersteller von Governance-Tools uns zuhören, hier wäre ein Use Case für Governance, nämlich in dem Augenblick, wo die Besitzer eines Schichtplans nicht mehr im Unternehmen sind, muss eine Warnung kommen, um die wieder aufzufüllen und nachzubesetzen. Genau, das ist ja, denke ich mal, unabhängig von Schichten selbst, sondern von Teams. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass in jedem Unternehmen eine entsprechende Governance vorliegt, sodass ein Team immer einen Besitzer haben sollte. Aber herzlichen Dank. Es geht nicht um Theorie, es geht um Praxis. Und da braucht man Tools, die das Tag und Nacht prüfen, ob das noch der Fall ist. Weil ja, da kann man einen Flow machen oder man kann ein Tool von Quest nehmen zum Beispiel. Das haben wir leider nicht da, aber trotzdem danke, Andreas. Genau. Und ein ganz wesentlicher Faktor, und das ist eigentlich mein größter Painpoint in Microsoft Schichten, Benachrichtigungen sind nur in der mobilen App nutzbar. Das heißt, nur wenn ich in der Mobile-App angemeldet bin, kann ich diese Einstellung der Benachrichtigungen vornehmen, funktioniert aber auch nicht immer richtig. Und deshalb ist mein großer Appell, wenn ihr Schichten nutzt, macht einen sehr einfachen Workflow darüber, über Power Automate. Ich zeige euch den auch gleich gerne, wie er funktioniert. Wir haben das zum Beispiel so gelöst, Also es gibt natürlich einen User Voice dafür, dass die Benachrichtigungen auch unabhängig vom Endgerät funktionieren. Wir haben das gelöst über Power Automate. Ich nenne das Ganze Pimp My Shifts. Wir erweitern den Funktionsumfang mit Power Automate, zum Beispiel über Benachrichtigungen bzw. Adaptive Cards in Teams. Automatischer Import-Export nach Outlook, sprich ich kann über Power Automate die eingetragenen Schichten in meinen Outlook-Kalender überführen. Das wiederum ergibt ganz neue Use Cases mit richtig coolen Zeug. Eins davon wird ja Alex gleich erzählen. Aber wenn wir mal davon ausgehen, wir haben so ein Dienstleistungsunternehmen, wo ich mehrere Personen habe, die für verschiedene Dienstleistungen zur Verfügung stehen und ich manage meine Schichten mit Microsoft Schichten, dann kann ich über Power Automate das so einstellen, dass wenn ich quasi eine Schicht zugewiesen bekommen habe, auch für Bookings zur Verfügung stehe, weil ich darüber meine Kalenderverfügbarkeit regeln kann. Also das kann man wunderbar kombinieren und dann kann man richtig geiles Zeug mitmachen, wollte ich sagen. Ich kann via die Graph API Drittsysteme wunderbar mit anbinden, also zum Beispiel für andere HR-Systeme oder auch Fremdsysteme kann ich damit anbinden. Also was auch immer für ein Workflow-Prozess dahinter liegt, ich kann das mit Power Automate machen. Und wie haben wir das gemacht? Relativ easy, insbesondere was die Benachrichtigung angeht. Wir haben das gemacht für ein Team Verantwortungskreis. Es gibt neben der Teeküche auch noch ein weiteres Team. Wir haben ein Daily für Verantwortungskreise und auch dort gibt es halt jeden Tag eine andere Kollegin oder einen Kollegen, der diesen Verantwortungskreis moderiert. Und wir haben einen Flow gebastelt, der jeden Morgen um 7:50 Uhr durch den Zeitplan iteriert, die Zeitpläne abruft, dann die Benutzer entsprechend abruft und eine Adaptive Card dem Benutzer jeweils in seinem Team erstellt mit dem Motto, lieber Andreas, du bist heute mit der Moderation dran. Wir haben das mittlerweile erweitert, dass es auch schon einen Tag vorher eine Information gibt, weil 7:50 Uhr ist manchmal schon für den einen oder die andere zu spät. Oh, ich habe heute Moderation, muss ich mir noch schnell irgendwie was zusammensuchen. Deshalb einen Tag vorher gibt's auch. Funktioniert einwandfrei und mit dieser Methode, mit einer Adaptive Card, habe ich sichergestellt, dass ich, egal über welches Endgerät, ich auf jeden Fall immer informiert bin, dass meine nächste Schicht anfängt oder. Gebt uns bitte mal in den Kommentaren Feedback, ob ihr auch solche Integrationen nutzt mit Power Automate oder aus der Power Plattform-Ecke und wenn nicht, was euch da fehlt und ihr gerne hättet. Ich glaube, dieses Integrationsthema ist gerade echt eine spannende Sache. Stehen wir noch ganz am Anfang. Ich würde noch einmal ganz kurz den Ausblick geben über Dinge, die derzeit in der Pipeline sind, die auch auf der Ignite sozusagen bekannt gegeben wurden und die zukünftig umgesetzt werden. Und dann bin ich auch schon durch. Also zunächst gibt es einen neuen Schichten-Connector in Power Automate. Eben davor habt ihr gesehen, das lief noch über den Teams-Connector und nicht über den Shift-Connector. Der ist jetzt sozusagen, wird derzeit ausgerollt. Bei mir ist er schon angekommen. Das hatte ich schon gesagt, die Stechuhr oder Stempeluhr im Web beziehungsweise in der Desktop-App. Tagging bei Shifts ist angekündigt, das heißt, wenn ich in Teams mit Tags arbeite und ich habe den gleichen Tag als Beschriftung zum Beispiel für eine Gruppenzuordnung oder für eine Schicht, dann kann ich einstellen, dass die Kollegen automatisch anhand ihres Tags den Schichten zugewiesen werden. Also auch eine erhebliche Erleichterung, muss man aber aufpassen, dass man das Konstrukt natürlich richtig bastelt, sonst habe ich nachher ganz großen Kuddelmuddel. Das wird auch viele Compliance Officer sehr gut finden und interessieren. Audit Logs für Shifts sind angekündigt, werden auch zeitnah umgesetzt, sodass ich auch das dann entsprechend auditieren kann. Und ganz wichtig, der Multi-Team-Support. Das heißt, ich habe ja in der Übersicht grundsätzlich immer nur die Schichten des jeweiligen Schichtplans, den ich ausgewählt habe. Zukünftig ist es egal, wie viele Schichtpläne ich zugewiesen bin und wo ich Schichten habe. Ich sehe alle meine Schichten, aller meiner Teams dann zukünftig in der App. Dann Shift Schedule Assistance, proaktives Monitoring und Alerting habe ich das mal genannt, aus dem einfachen Grund, da sitzt im Hintergrund eine KI, die prüft, wenn ich jetzt jemanden eine Schicht beispielsweise zuweisen will oder ich eine arbeitsfreie Zeit beantrage, dass der Assistant mir dann sagt, Achtung, da ist jetzt eine Lücke im Schichtplan oder das ist eine Doppelzuweisung, das ist proaktives Monitoring. So ganz wurde ich aus der Beschreibung noch nicht schlau, aber das verstehe ich zumindest darunter. Dann noch ein paar Quellen und dann, es sei denn, wir haben keine Zeit, würde ich sonst nochmal in die Demo springen. Ich hatte gesagt, dass du 20 Minuten hast, ne? Von den 25. Wie viel sind denn davon um? Okay. 25. Dann nicht. Ja, ich fürchte, ich versuche das ja gleich bei meinem Vortrag wieder einzukürzen. Yes, genau. Wir haben ja ganz viele Kommentare auch dazu gekriegt. Es tut mir fast ein bisschen leid. Der Christian, der hat hier ganz, ganz viel noch reingeschrieben. Wir haben das einfach so schon mittendrin reingeblendet, aber das ist auf jeden Fall, genau, kam da sehr guter Input von Christian, vor allen Dingen auch um die Graph API. Der ist auf einem Facebook-Kanal, falls jemand das also nochmal sehen will, was er geschrieben hat. Jetzt weiß ich aber nicht, auf welchem Facebook-Kanal, ob er bei mir oder bei dir ist. Genau, bei dir dann. Ja. Mhm. Bookings, Graph API, nur Delegated. Bookings ist, wie sieht das? Die Frage hebt man für Alex auf. Nee, gilt ja auch für Schichten. Kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Mhm. Wenn es jemand weiß, bitte einfach in die Kommentare schreiben, dann blenden wir es gleich ein. Was war denn das ganz am Anfang? Da hatte doch Christian auch ein paar Fragen. Patrick nutzt auch... Entschuldigung. Genau. Das hatten wir schon... Ach so, genau. Die Frage ist noch offen, ja. Schwierig. Ich kann nur einen Export ziehen momentan aus Schichten, einen Excel-Export und muss mir das dann zusammenrechnen. Oder ich nutze Power BI. Mhm. Aber eine einfache Übersicht gibt es momentan noch nicht. Zumindest habe ich keine gefunden. Weil ich habe Christian ja gefragt, was fehlt ihm so als aus Sicht seiner Chefin, also seiner... Arztfrau am meisten, und sie meinte ja, dass die Mitarbeiter nicht ihre eigenen Überstunden sehen könnten, sondern nur die Chefin. Und das ist schon ein sehr guter Feature-Request. Ja, Patrick, wobei ich das im Zweifel über eine Power BI-Ansicht über ein Dashboard regeln könnte. Mhm. Dann war eben, was war da? Warst du zu schnell, Alex? Nee, das war mehr eine, das war mehr, der Patrick nutzt das auch, also... Ja. Super Use Case, Feuerwehren, Schichtdiensten, Freiwilligkeiten, wie gesagt, Moderation von Dailies, Weeklies, Monthlies, Teeküchen. Ihr könnt das, wo man es auch gut nutzen kann, wenn man es jetzt nicht in Exchange machen will, Ressourcennutzung wie zum Beispiel Beamer oder Kfz oder Surface Hub, ob ich den zuweise. Also es gibt Leihgeräte von irgendwas. Also das kann man wunderbar umsetzen. Hier muss man manchmal um die Ecke denken, um das nutzen zu können. Aber schöne Use Cases, das finde ich immer geil, wenn man so mal Gedankenansätze kriegt, wie man auch anders rangehen kann. Ne? Gut. Achso, einen wichtigen Use Case habe ich noch ganz vergessen, Alex. Tut mir jetzt leid, aber da muss ich nochmal reingrätschen. Ich habe natürlich mit Microsoft Schichten eine super Urlaubsverwaltung, weil die endlos ist. Also ich stelle einen Zeitplan ein, einen allgemeinen Urlaubskalender. Je nach Unternehmensgröße und in Abstimmung mit dem Betriebsrat kann ich das entweder ein unternehmensweites Team machen. Macht natürlich keinen Sinn bei 500 Leuten. Da macht man es vielleicht auf Abteilungsebene. Aber ich habe einen wunderbaren Schichtplan, da trage ich meine Urlaubszeiten, da trage ich meine Urlaubsanträge ein und wenn die genehmigt sind, sind die da drin. Ich habe eine Übersicht, exportiere das. Ich kann das mit der API an Drittsysteme ausgeben und ich habe immer ein rollierendes System, also der endet ja nicht, ich muss nicht nächstes Jahr einen neuen Kalender aufhängen und mir wieder Gedanken machen, wie es geht, weil das Ding kann ich im Zweifel kopieren, dann hat jeder nächstes Jahr den gleichen Urlaub. Also wir machen nochmal eine Folge, würde ich sagen, mit diesen ganzen Best Practices und wie man das eigentlich alles nutzen kann, dieses Tool. Ich habe das Gefühl, da geht noch eine ganze Menge und ich sage jetzt schon mal, wie heißt es bei Thomas Gottschalk, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten, schätze ich mal. Also ich hätte noch was, ich kann die Stunde noch voll machen. Wir müssten zu deinem Bruder von Schichten umwechseln in Bookings. Ja, genau. Wir machen das nochmal, Andreas. Alle guten Dinge sind drei, dann kommst du noch ein drittes Mal zu uns. Ich finde das mit den Use Cases immer klasse. Jetzt haben wir halt so die Basics gehabt und das nächste machen wir dann die Use Cases. Gut, okay, an der Stelle vielen Dank für deine Präsentation, dass du dabei gewesen bist. Ich werde es mir nochmal in der Aufzeichnung angucken, denn es ist ja doch ganz schön inhaltlich viel auch, um dem Ganzen nochmal zu folgen. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich mache es, glaube ich, noch zu wenig. Ich kann euch die Präsi auch gern zur Verfügung stellen. Die schicke ich dir am besten, Alex. Kannst du dann in den Kanälen reinposten. Vielen Dank. Sehr gut. Vielen Dank, Andreas, dass du dabei gewesen bist. Kannst du uns noch gerne zugucken. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema und bis bald. Vielen Dank. So, ja, jetzt, das wird jetzt ein Folienfilm. Wir wollen über Bookings sprechen. Ich mache mal so vorab, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Erstmal das klassische Bookings, da wollen wir mal ganz kurz drüber sprechen. Was ist denn Bookings überhaupt? Das ist ja eine App, die wir in Teams jetzt drin haben, die ist neu reingekommen. Es gab Bookings aber schon vorher. Und das klassische Bookings, na, das habe ich hier mal zusammengefasst, ist eine schnelle und einfache Alternative, um Termine mit ihren Kunden zu planen. Eine anpassbare öffentliche Webseite ermöglicht ihren Kunden und Partnern rund um die Uhr verfügbare Zeiten zu finden. Das ist also der Microsoft-Werbeslang dazu. Ich habe das mal andersrum aufgezeichnet, was will der Mensch mir sagen. Also bisher ist es ja so gewesen, wenn wir kein Bookings nutzen, dass zwei Menschen miteinander e-mailen oder telefonieren müssen, um einen Termin zu finden. Und die Idee bei Bookings ist jetzt zu sagen, naja, wenn du jetzt deinen Outlook, also dein Exchange Online hast, dann ist ja dein Kalender auch online. Dann lass doch den Kunden in deinen Kalender reingucken und selber einen Termin raussuchen. Dann muss er mit dir gar nicht telefonieren oder E-Mail-Austausch machen. So sieht das also aus. Das heißt, unser Kalender ist in der Cloud und wir greifen ja mit unserem E-Mail, also Outlook, ganz einfach darauf zu, das ist klar. Aber durch Bookings hat eben der Kunde auch eine Möglichkeit, diese Schnittstelle zu benutzen, um in den Kalender reinzuschauen. Natürlich kann er jetzt nicht alles sehen, das gucken wir uns gleich mal an. Welche Voraussetzungen gelten dafür? Ganz schnell nur, also eigentlich geht das so mit ziemlich allen Office-Plänen oder Microsoft 365-Plänen, außer in dem Basic-Plan. Also der Microsoft 365 Basic, da ist es nicht mit drin, in allen anderen ist es mit drin. Was ihr natürlich braucht, ist Exchange Online, sonst wird es nicht funktionieren. Und die Erlaubnis des Admins, weil Bookings kann man also zentral an- und ausschalten. Genau, so sieht das aus. Unter den Einstellungen, Einstellungen der Organisation, dort findet man dann den Bookings-Part. Wie funktioniert das Ganze? Also, Website mit der Anzeige der freien Termine der Mitarbeiter. Ich muss vorher halt sagen, welche Mitarbeiter sollen denn das überhaupt nutzen können. Der Kunde bucht dann und bekommt eine E-Mail mit dem Inhalt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn der Kunde also selber sich einen Termin bucht. Wir sehen gleich ein paar Screenshots, dass man sich das vorstellen kann, aber der Kunde bekommt eine sehr nett gemachte E-Mail und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir nachher über andere Use Cases noch sprechen. Und der Mitarbeiter bekommt natürlich auch eine E-Mail und den Eintrag in seinem Kalender, dass dieser Termin gebucht wird. Was eben ganz cool ist auf diese Art und Weise, dass der Kunde auch selber Termine absagen kann, oder auch sich neue Termine suchen kann. Das ist auch nachher für Use Cases wieder ganz spannend, wenn wir zum Beispiel über Geschäfte reden, die eben davon leben, dass sie Termine mit Kunden machen, Friseursalon oder ähnliches, ja, und ein Kunde auch selber in der Lage ist, hier einen Termin abzusagen, ohne dass er dafür extra anrufen muss. Ja, wie sieht das Ganze aus? Mal gucken, ob ich es ein bisschen größer machen kann hier, dass man es ein bisschen besser sehen kann. Das ist also zum Beispiel unsere Übersichtsseite. Ich nutze das immer sehr intensiv für so 30 Minuten Telefonate. Wenn also irgendjemand sagt, Mensch Alex, können wir mal irgendwie sprechen, dann kriegt er von mir den Link mit dem 30 Minuten Telefonat und dann sieht man jetzt, dass er also hier die Möglichkeit hat, ein Datum auszuwählen und dann sieht er noch die freie Zeiten. Er kann also nicht sehen, welche Termine ich habe oder wo ich bin oder was immer. Er wird nur, kriegt nur die Zeiten angezeigt, wann ich denn noch Zeit habe für diesen Call. Weiterhin, das ist jetzt, wenn ich nach unten scrolle, sieht das Ganze so aus. Dann kann man Name, Adresse und so weiter alles eingeben. Und wir haben auch die Möglichkeit, Notizen optional einzugeben oder sogar, das finde ich besonders cool, eigene Felder kann man definieren, die abgefragt werden. Also in meinem Fall ist das, was ist das Thema zu Ihrem Anrufwunsch? Wenn mich über LinkedIn einer anschreibt, sagt, irgendwie, wir wollen mal irgendwie sprechen oder so, ja, dann schicke ich dem den Link, dann macht er das aber vielleicht erst 5 Tage später, dass er sich einen Termin raussucht, dann weiß ich gar nicht mehr, worum es geht. Also dann, ich muss ja mich irgendwie vorbereiten, also soll er reinschreiben, was ist der Anrufwunsch, und dann natürlich haben wir einen Teams-Call oder soll es ein klassischer Anruf sein, auch das kann ich hiermit abfragen. Das ist aber von mir individuell eingebaut, kann man auch andere Sachen entsprechend abfragen. Wie geht's weiter? Wenn der Kunde dann sich eine Uhrzeit ausgesucht hat, gebucht hat, bekommt er eben den Hinweis, alles klar, vielen Dank, dass Sie gebucht haben, Sie kriegen eine Bestätigungsmail, und so sieht das Portal danach aus. Wenn er also einen Termin gebucht hat und den aufruft, sieht er hier, wann dieser Termin ist, und kann ihn hier entsprechend umbuchen, die Buchung stornieren oder sich eine neue Buchung holen. Also das mal so zu den Grundsätzen. Das ist die E-Mail, die dann der Teilnehmer bekommt, der gebucht hat. Ragnar, ich habe da deinen Namen mal missbraucht, ne? Ich wollte da nicht meinen Namen. Ja, gerne mache ich. Ja. Und das ist die E-Mail, die dann kommt, und das ist die E-Mail, die der Mitarbeiter bekommt. Ja, das ist eine Termineinladung, die daraus geht. Entschuldigung, falsch, habe ich falsch gesagt. Nein, das eine ist die E-Mail, die der Kunde bekommt, und das zweite ist noch eine E-Mail, die der Kunde bekommt, nämlich das ist dann die Möglichkeit, den Termin in seinen Outlook-Kalender einzutragen, wenn er denn einen hat. Also der Kunde bekommt im Zweifel 2 E-Mails. Das ist die E-Mail, die der Mitarbeiter bekommt. Warum zeige ich das jetzt hier? Hier sind die benutzerdefinierten Felder auch drinne beschrieben. Ja, also hier in der Mitte sieht man das Frage 1, Frage 2, weil irgendwo muss ich ja nachlesen, was der Kunde da jetzt eigentlich von mir will. Und das kann ich halt in dem Termin mir angucken. Genau. Ja. Tipps und Tricks dazu, also man kann auch nur den Link senden zu einem Produkt, also zu dem 30-Minuten-Call zum Beispiel, dann sieht er die anderen gar nicht. Wenn der Link sehr lang ist, oder die sind immer sehr lang, dann auf jeden Fall t1p.de nutzen, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Entschuldigung, muss ich wieder zurückspringen. So, und dann haben wir Pufferzeiten, die wir noch einbauen können. Das finde ich ist eine ganz spannende Sache. Das heißt, ich kann halt auch sagen, dass vor dem Termin etwas Zeit sein muss und nach dem Termin etwas Zeit sein muss. Dadurch kann ich also sicherstellen, dass ich nicht Termin an Termin habe, sondern dass ich auch immer eine gewisse Pufferzeit dazwischen habe. Die kann man entsprechend einstellen. Das ist wirklich Gold wert, weil also dieses Back-to-Back, das ist also in meinem Alltag unheimlich stressig. Dass wirklich keine Minute hat mal für Input und Output. Ich möchte jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das nervt mich gerade irgendwie ziemlich. Und genau, wir können die Buchungszeiten auch einschränken, wenn wir zum Beispiel nur eine Messe haben. Ja, das auf einer Messe sind wir eine Woche, ja, jetzt im Moment nicht, ich weiß, aber früher waren wir auf Messen, da konnte man also auch Messetermine buchen. Dann konnte man dieses Bookings auch so einstellen, dass er quasi nur die eine Woche, wo die Messe ist, überhaupt Termine anbietet, ja, und sonst eben nicht. Und noch ein Hinweis, ein Meetingraum, der muss eben manuell dazu gebucht werden, sonst aktuell geht das noch nicht. So, die Bookings-App habe ich mal übersprungen. Die Handy-App finde ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Mir geht es ja jetzt eigentlich um Bookings in Teams. Sascha Friedrich, hier ist der Link zum Gewinnspiel. Ja, lieber Sascha, das, da wirst du jetzt nicht mehr viel gewinnen können, denn Alex hat schon abgeschlossen. Sagen, ich habe das schon beendet. Ja, Alia jagte Est, die Würfel sind gefallen. Ja, es ist soweit. Wenn oben rechts der QR-Code raus ist, dann ist das Gewinnspiel beendet. Tut mir leid. Genau, wie komme ich rein? Also ich habe diese Bookings-Funktionalität jetzt auch in Teams, und das ist eine App, die muss ich entsprechend aufrufen über die Apps und kann sie dann einbinden. So sieht das Ganze dann aus. Wir sehen hier jetzt mehrere Kalender, weil wir halt mehrere Mitarbeiter haben, die hier Bookings nutzen können. Ganz kurzer Tipp an der Stelle, der Kenner sieht es sofort. Bisher hatte ich ja nur meinen Kalender in Teams. Jetzt ist natürlich eine Übersicht über mehrere Kalender auch der Kollegen. Ja, also wenn ich in einer überschaubar großen Firma bin, wäre das ein Workaround, um mir zum Beispiel die Kalender der Kollegen in Teams einblenden zu lassen. Ja. Das habe ich echt nicht gewusst, also super, das ist echt ein toller Hinweis, habe ich ja nirgendwo gelesen. Genau, aber da muss halt gucken, wie das mit der Bookings-Nutzung dann ist, aber ja. Das ist so der Workaround, wie ich mir Kalender von anderen anzeigen lassen kann. Und wichtig ist aber natürlich, dass diese User dann auch die Lizenz brauchen, also wenn da ein Basic-User-Lizenz bei ist, dann geht das natürlich nicht. Ja. So, Ansgar. Hi Ansgar. Bookings ist gut, ein Nachteil, die Termine sind fix in Outlook. Für Firmen ist das notwendig, dass meine persönliche One-Man-Show herausfordert. Teilweise. Eine Terminabfrage auf RQ wäre gut. Was ist Request oder was heißt das? RQ. Request, ja. Sorry, Ansgar. Also, genau, das ist die Oberfläche. So sieht das Ganze aus, wenn ich dort einen Termin eintrage. Warum zeige ich das jetzt? Das ist jetzt entscheidender Punkt. Hier sehen wir denn also, wie ich in Teams selber einen Termin einstellen kann für einen Kunden. Ja, also hier kann ich Teilnehmernamen, E-Mail des Teilnehmers, Telefonnummer des Teilnehmers eintragen. Und hier trage ich den Mitarbeiter ein, den das betrifft. Und jetzt kommen wir in den eigentlichen Use Case rein, der eben anders ist als vorher. Hier besteht jetzt also die Möglichkeit, dass ein Service-Mitarbeiter, also zum Beispiel ein Disponent innerhalb einer Firma, einen Termin per Telefon mit dem Kunden vereinbaren kann und den in das System einträgt. Ich komme gleich nochmal drauf, wo das spannend sein kann, aber das ist erstmal der entscheidende Unterschied. Also nicht zwingend, der Kunde trägt selber ein, sondern wir kriegen hier eine Oberfläche, in der ein Disponent einen Termin eintragen kann. Genauso können auch Erinnerungen hinterlegt werden für Teilnehmer und natürlich auch für den Mitarbeiter. Also relativ viele Erinnerungen kann ich da nach und nach drauf machen. So, Christian, sicher. Ich denke, bei uns sind auch Mitarbeiter Buchbereich, die nur Basic-Lizenz haben. Die größte Lizenz würde ich meine, wenn man Bookings verwalten möchte. Ja, ich habe eine andere Info, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Gucke ich nochmal nach. Kurze Frage von Sascha, wo liegen denn die Daten eigentlich? Ist das, ja, ich denke, EU-Tenant, wie immer, Dublin, Amsterdam oder Microsoft Deutschland? Würde mich wundern, wenn es anders wäre. Ich weiß nicht, wo das, in welchem Substrat das liegt. Weiß ich nicht. Lasst es uns wissen, wenn ihr es genauer wisst, als wir es gerade wissen. Genau. Ich hechte ja auch ein bisschen durch. Ich will auf jeden Fall die Use Cases rein. Also was wir dort als Möglichkeiten zum Beispiel haben, ist Personalabteilung. Ja? Also wenn das Erstgespräch mit einem Bewerber stattfinden soll. Ich finde es deswegen spannend, weil was passiert denn? Normalerweise sind bei diesen Personalgesprächen oder bei diesen Bewerbungsgesprächen, wenn wir sie über Teams machen, ja auch mehr Leute dabei. Also zum Beispiel der Abteilungsleiter, die HR-Abteilung ist vertreten, also mehrere Beteiligte. Dann kann ja der Bewerber sich jetzt nicht in einem Kalender einen Termin raussuchen online. Das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt also, ein HRler spricht mit dem Bewerber einen Termin ab und der HRler kann quasi diesen Termin in Teams einstellen. Wie ein Disponent stellt er den Termin ein und kann eben mehrere Mitarbeiter auswählen, die dann an diesem Termin teilnehmen sollen. Ja, das heißt, das finde ich an der Stelle ganz spannend. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Bewerber kriegt halt diese aussagekräftige E-Mail, in der man halt sagt, Mensch, vielen Dank, Sie haben den Termin gebucht oder es wurde ein Termin gebucht. Das heißt, es ist nicht nur ein Kalendereintrag, den er bekommt, sondern er bekommt eben eine E-Mail, wo er auch seinen Termin verwalten kann. Und das, finde ich, ist ein ganz entscheidender Unterschied. Gucken wir mal einen weiter. Also ne, das überspringen wir jetzt mal schnell. Ja, so, das habe ich ja eben schon gezeigt. Also Use Case 2, da sind wir wieder beim Disponenten. Ein Disponent in der IT-Abteilung zum Beispiel kann dann also Termine planen für Techniker. Und es können ja unterschiedliche Arten von Termine sein. Es können Vor-Ort-Termine sein, das können Team-Meetings sein, das können Anrufe sein. Und der Disponent plant das mit dem Kunden. Also Kunde ruft an, mein Drucker druckt nicht. Alles klar, wir planen einen Termin, guckt, welcher Techniker noch frei ist, bucht den Termin da rein. Der Kunde bekommt eine schicke E-Mail, wo drin steht, vielen Dank, wir haben einen Termin für Sie gebucht, den und dann. Wenn Ihnen der Termin nicht passt oder ähnliches, können Sie ihn umbuchen. Jetzt kann der Kunde, wenn der Drucker doch wieder druckt, weil er es alleine hingekriegt hat, auf den Link klicken in der E-Mail und sagt, hier, ich kann den Termin stornieren. Das heißt, er muss nicht nochmal wieder dort anrufen. Ja? Und das finde ich persönlich ist ein großer Mehrwert und das ist einfach auch in der Form von Digitalisierung der Terminlage ein bisschen weg von dem klassischen, wir rufen das spart an. Schon echt viel Zeit, weil diese Arbeit ist echt trivial, aber zeitaufwendig. Was ich halt ganz schön finde, ich habe da mal so ein Beispiel, ne? Da habe ich irgendwo im Internet halt, ja steht ja da, bei Amazon einen Fernseher bestellt. Da kriegst du eine E-Mail, wo drin steht, der Fernseher ist jetzt in Zustellung, ist noch 3 Stops entfernt, bevor er bei dir aufläuft. Also du kannst quasi zugucken, wie der zu dir gefahren wird. Und da denke ich so, das ist doch aus Service-Sicht ganz wichtig, dass wir mit den Kunden in eine gute Kommunikation an der Stelle reinkommen. Das heißt also, dass wir eben auch einen digitalen Weg vielleicht finden, mit ihm zu sprechen. Und dann finde ich, wenn er anrufen möchte, das ist nämlich hier beim klassischen Friseursalon, da bucht kein Kunde einen Termin online in dem Kalender und wählt ein Produkt aus. Der ruft an. Das kann er ja auch trotzdem tun. Aber wenn er anruft, hat er eben die Möglichkeit, mit dem Disponenten einen Termin zu vereinbaren und dann beginnt der digitale Weg, weil dann bekommt er halt die E-Mail, wo diese nette E-Mail drin ist, diese nette Begrüßung drin ist, vielen Dank für die Buchung des Termins und hier können Sie Ihren Termin verwalten. Und wenn er es dann nicht schafft, kann er da entsprechend auch wieder stornieren. Also, ne, das bleibt das Manuelle im Anrufen, aber der Schritt dahinter wird dann digitalisiert. Das finde ich halt ganz cool. Genau, das Ganze kann man natürlich dann auch auswerten. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ich kann die ganzen Fragen gerade nicht mitlesen. Nee, ich werde mich dann, wenn es dringend ist, mach erstmal du. Use Case 4, das ist auch der letzte, dann sind wir auch gleich durch. Gruppenbuchung. Also ich habe jetzt seit dem Sommer, glaube ich, ist das auch die Möglichkeit, dass ich sagen kann, dass ein Termin für mehrere Mitglieder oder mehrere Kunden gebucht werden kann. Das heißt, wenn wir also sowas haben wie einen Erste-Hilfe-Kurs oder IT-Training, Sporttrainer oder was auch immer, wo also 10, 20 Leute, wie viel auch immer, teilnehmen können, dann kann ich halt sagen, dass diese Uhrzeit für mehr als ein Teilnehmer gebucht werden kann. Und wenn halt alle Plätze belegt sind, erst dann wird diese Zeit nicht mehr angezeigt. Ja, so habe ich also eine automatisierte Platzvergabe und keine Überbuchung mehr möglich. Das ist neu dazugekommen. Ja, Fahrzeiten berücksichtigen. Also ich sag mal, die alles entscheidende Aussage ist eigentlich, ihr müsst euren Kalender natürlich pflegen. Also wenn du das machst und schickst jemanden halt Terminanfragen, dann hast du natürlich Pech, wenn du den Kalender nicht sauber gepflegt hast, dass er den irgendwo reinbucht, wo du vielleicht den gar nicht haben willst. Das heißt, ich arbeite tatsächlich in meinem Kalender sehr viel mit Block, also wo ich mir Zeiten wegblocke, wo dann auch keiner einen Termin reinbuchen kann, weil ich weiß, ich bin in-house unterwegs. Gut, hier haben wir noch ein paar Links, die werde ich aber später in der Videoaufzeichnung auf YouTube einfach mit veröffentlichen. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Jetzt gucken wir mal schnell rein, welche Fragen da noch waren. Ragnar? Es gab mal nicht so viele Fragen auf. Die Fragen mit dem Tenant haben wir schon geklärt. Noch ein wichtiger Tipp von Christian, der wirklich auch klasse ist. Ja, Buchung, also den Standort und die Zeitzone festlegen, sonst kommen die Menschen zur falschen Zeit. Ja, ja. Das ist auch sehr gut. Ich habe gerade im Private Chat gesehen, da hat Andreas noch geschrieben, die Mailvorlagen sind anpassbar. Genau, das habe ich nicht gesagt. Ne? Sehr gut. Danke nochmal für den Tipp an der Stelle. Nee, sonst gab es keine weiteren Fragen. Okay, gut. Ja, wir sind jetzt ein bisschen durchgehechtet. Also ich will ja auch nur motivieren. Setzt euch mit Bookings mal auseinander. Ich weiß, Ragnar, du nutzt Calendly. Ich bin jetzt am Wechseln. Ich war jahrelang auf Calendly, werde jetzt auf Bookings wechseln, hatte bisher noch technische Schwierigkeiten gehabt, habe heute Abend nochmal einen Fehler gefunden, warum es nicht publiziert worden ist, habe während deiner Session gedebuggt und jetzt bin ich komplett, jetzt funktioniert's. Dank deines guten Einwirkens. Sehr gut, vielen Dank. Jetzt kommt von Sven noch was rein. Datenspeicher ist für die wichtigsten Daten Exchange Online im gewohnten Datenspeicher. Sehr gut, vielen Dank Sven für die Ergänzung. Und Andreas schreibt noch wieder im Private Chat, das kann ich leider nicht einblenden, Andreas. Aber ich habe gerade gesehen, noch von Sascha ist was gekommen. Das war aber ein langer Text hier. Jetzt müssen wir mal gucken, was er schreibt. Datenschutz. Wo werden die Buchungsdaten gespeichert? Das hatten wir ja gerade gesehen von Sven, ne? Im Exchange Online. Bei Reservierungen handelt es sich um eine Microsoft. Ich glaube, das ist ein, genau, ja, das quasi aus dem Artikel rausgepastet. Ja. Uwe fragt, genau, er findet das spannend. Ist die Priorisierung von bestimmten Personen oder Mail-Domains etc. möglich? Priorisierung von bestimmten Personen oder Mail-Domains? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Du meinst, dass jemand... Apropos Uwe, wir müssen auch bald zum Gewinnspiel kommen. Die Busylights werden gleich verlost. Gut, okay, also ich wollte in dem Thema heute halt ein bisschen motivieren dazu, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Ich glaube, es sind coole Sachen möglich, so wie wir es bei Andreas ja heute auch mit Schichten gesehen haben, haben wir auch ein paar Use Cases gehört und vielleicht nehmt ihr da einfach ein bisschen was draus mit und wer Fragen hat, kann mich auch gerne auf LinkedIn nochmal direkt antriggern. So, jetzt kommen wir aber zum nächsten Part, Community. So, zack, zack, zack. Jetzt machen wir aber weiter. So, die User Group von Michael Greth. Da haben wir wieder die Termine zusammengesammelt und einmal schnell in die Übersicht gepackt, die jetzt anstehen. Und wir haben wie immer ein paar kleine Termine nochmal rausgesucht. Unter anderem, stopp, jetzt so geht's los. Am Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ein bisschen Eigenwerbung, darf ich für die Microsoft Schweiz ein ACM Bootcamp ausloten. Das geht immer von 16 bis 18 Uhr. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch da registrieren, kostet nichts. Ich habe unten nochmal den Link reingepackt, t1p.de ACM 2020. Ich habe das schon für Österreich und Deutschland gemacht und jetzt machen wir es noch für die Schweiz. Am ersten Tag haben wir so ein bisschen Teams Basics, also wer sagt, ich habe noch Interesse, Teams ein bisschen besser kennenzulernen, der kann am ersten Tag dabei sein. Am zweiten reden wir über Change Management. Aber Basics, ne? In 2 Stunden können wir wirklich nur Basics machen. Aber sicherlich auch spannend, gerade für die Partner, die hier vielleicht zuschauen, wenn sie ein bisschen was darüber lernen wollen. Und im dritten Part haben wir so ein bisschen die Customer Journey, wie führe ich Teams eigentlich im Unternehmen ein. Montag, Dienstag, Mittwoch geht's los, müsst ihr euch aber bitte für jeden Tag einzeln anmelden, wenn ihr das wollt. Ragnar. Ja, nächste Woche geht's los, European Networking Day. Zieht eure VR- oder AR-Brillen auf, die Oculus Quest, die wir übrigens nicht herstellen, sondern Facebook. Genau, Collab Summit und Cloud Summit sind ausgefallen in der regulären Form, aber sie werden vielfach nachgeholt und jetzt wird es virtuell. Und die Organisatoren haben da großartiges Konferenzzentrums-Feeling nachgebaut in Altspace VR. Das heißt, holt eure Brillen raus. Wenn ihr keine Brillen habt, macht nichts. Es gibt auf Windows 10 eine App, die heißt Altspace. Und da könnt ihr einfach teilnehmen. Von daher, mit oder ohne Brille, seid immer willkommen. Es ist kostenlos. Und ihr könnt dann halt netzwerken. Es gibt Vorträge. Und ja, es ist einfach nochmal ein Messestand-Feeling nachgebaut. Ich habe das mal reinriechen dürfen. Es kommt so ein bisschen wirklich wieder Freude auf, an Messeständen lang zu laufen. Wir haben tolle Sponsoren dabei. Und ich freue mich über auch Besuche an unserem Queststand. Nächsten Dienstag. So, auch ein Dienstag, aber dann in 4 Wochen. Am 17.11. haben wir die ACM Teams Europe User Group. Wir haben ein cooles Thema. Diesmal dabei Topic ist, wie ist eigentlich die Adoption in unterschiedlichen Ländern? Wir haben ja die European User Group, das heißt, wir haben mit Adam, Antje und Edita aus 3 verschiedenen Ländern in Europa mal unterschiedliche Meinungen oder Themen, die wir diskutieren wollen. Wie ist eigentlich eine Einführung zum Beispiel von Teams oder Office 365 generell in den unterschiedlichen Ländern so different? Oder ist das alles gleich? Das wollen wir da mal besprechen. Dann haben wir wieder unser GlobalCon 4, das ist inzwischen schon losgegangen. Die nächsten Termine sind dann im November und im Dezember, könnt ihr euch noch für anmelden. Und dann die Quest-Party geht noch wieder los. Die Quest-Konferenz, genau, auch wieder, aber diesmal halt online, kostenlos, randvolles Programm rund um M365, AD, Exchange, Teams, SharePoint. Oh, Entschuldigung. Und genau, dann kommt jetzt Sascha. Friedrich hat eingeladen, wo ich mich sehr freue, zum 5. Mal zum AMS, nicht mehr AOS, sondern jetzt AMS. Nicht leider in Aachen. Sascha kann uns nicht wegen Corona hier in die Gastgeberrolle gehen, aber wir freuen uns trotzdem über einen kostenlosen Online-Event aus Aachen für alle. Danke, Sascha. Genau, sehr gut. Ich habe noch eine Sache vergessen. Nächste Woche ist übrigens auch das Microsoft Envision Forum. Das ist also ein 2-tägiges Microsoft-Event, wo Microsoft selber in die Gastgeberrolle schlüpft. Virtuelle Konferenz, 2-tägig. Nächsten Dienstag, nächsten Mittwoch kann man sich anmelden. Gibt einfach in Google oder Bing ein Microsoft Envision Forum, 2 Tage Microsoft. Als Ersatz für die Partnerkonferenz, die ja auch ausgefallen ist. Ragnar, wir müssen uns beeilen. Die Leute verabschieden sich hier schon. Okay. So, kommt doch schnell das Gewinnspiel. So, wir machen es schnell. Eine Poly Busylight geht zu Lennart Höfer. Lennart, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation, Lennart. Du bist eines Poly Busylights. Vielen Dank dafür, dass du mitgemacht hast oder dass alle mitgemacht haben. Ihr seid klasse, dass ihr euch da so stark dran beteiligt. Und dann gucken wir noch ganz schnell, was kommt denn nächste Woche. Das wird nämlich ganz spannend, denn wir haben nächste Woche Martina Grom mit dabei, MVP aus Österreich, und wir haben das Thema Yammer ein bisschen im Fokus. Ragnar, ist doch dein Thema, oder? Bist du nicht Mr. Yammer? Ja, genau. War ich mal, bin ich immer noch, wie auch immer. Genau. Es geht um die Integration, Yammer und Teams, aber auch, wann nutzt man Yammer, wann nutzt man Teams? Also wir gucken uns auch Use Cases an, weil ja die Frage oftmals kommt, wie ist die Zukunft von Yammer und so, und übernimmt Teams nicht irgendwie alles? Darum geht's. Und wir bringen auch noch ein paar Feature-Updates mit von der Ignite und gucken in die Roadmap rein. Sehr gut. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. So, dann bleibt uns nur zu sagen, 10 Uhr, Punkt. Ja, wollten wir nicht bis 10 machen. Herzlichen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Vielen Dank für die vielen Kommentare und das viele Feedback. Das war wirklich toll heute, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Andreas, nochmal. Ich sehe, du bist ja auch noch mit dabei. Kannst nochmal schnell Tschüss sagen. Komm, ich hole dich nochmal rein. Kannst moin und tschüss. Genau. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder am Donnerstag um 21 Uhr. Danke allen fürs Dasein, den tollen Kommentare. Bleibt gesund.